Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei mir, der Caro und Nox. Mad Nox. Wow. Ja, wir machen hier bei Mad Nox ein Opening. Wer hätte es gedacht? Das steht ja überhaupt nicht in der Beschreibung. Nein. Aber vorerst gucken wir uns von Mad Nox mal kurz, sag ich mal, die Monster auf jeden Fall an. Und jetzt mache ich erstmal das vom S7 Edge hier weg. Yeah, yeah, yeah. So, okay. Was haben wir hier? Theomas finde ich mal sehr interessant zu sehen, wie andere ihn ruhen. Crit Rate 60%, Crit Schaden 168%, Angriff 1016 und Speed 71. Woi. Der ist relativ gut auf jeden Fall gewohnt. Ein bisschen mehr, sag ich mal, gut, wenn man ihn als Leader reinmacht, wird es auf jeden Fall funktionieren. Crit Rate 60% ist auf jeden Fall schon was. Klar, wenn man ihn nicht als Leader drin hat, passiert es einfach oft, dass er nicht crittet. Und das ist halt doof. Und das geht mir aber genauso bei meinem, also, ja, es ist immer schwierig. Sagen wir mit den Runen richtig so, sag ich mal, die Mitte zu finden, ist echt schwer. Weil dein Speed ist, sag ich mal, echt recht gut hier auf dem Theomas. Okay, dann haben wir hier Tower, okay. 203 Crit-Schaden und Crit-Rate 83%. What? Was hast du hier für Runen drinne? Oh, und nicht mal ein Klingeset. Nein. Hier, was? Wächter? Crit-Schaden, weil hier eine Crit-Schaden ist? Okay, wo hier Speed drin ist? Und jetzt nicht mal Crit-Rate. Wo ist denn deine ganze Crit-Rate? Hier 17%? 9%? 8%? 5%? Und 12%. Das heißt, wenn du mal irgendwann ein Klingeset, sag ich mal, von den beiden hier findest, wo die Runen genauso gut sind, wow, dann ist dein Crit Rate echt mächtig. Wow, dann könntest du, sag ich mal, auch noch vielleicht, wenn du irgendwann 100% oder so hast, ja, könntest du nochmal 10 wegnehmen oder so und dann hast du vielleicht nochmal Crit-Schaden 10% oder 15% und dann mega nice. Auf jeden Fall cool. Kumar. HP hat auch recht guten Crit-Schaden, ein bisschen wenig Crit-Rate, aber das macht man dann, sag ich mal, kann man ausgleichen, ja, mit Theomas Leader-Fertigkeit. So, was haben wir noch? Eine Segment, ja, wie hast du Segment gewohnt? Speed, HP, ACC, auch recht sauber. ACC, sehr wichtig, hier auch wieder bei Segment, 100%. Sehr gut. Okay. Was können wir noch? Ja, Chasun ist auch noch recht interessant. 24.874 HP, Def 272 und Speed 4. Okay. Weil, Chasun ruhen echt viele unterschiedlich. Meine Chasun zum Beispiel habe ich echt recht gute Runen gegeben, weil ich einfach gesagt habe, ich trommel die Runen alle zusammen und mache die auf meine Chasun, weil einfach. Ja, mit ihr spielt man so oft und deswegen habe ich ihr natürlich auch mega geile Runen, also geil in Anführungszeichen, ne, Runen gegeben. Ich werde auch wahrscheinlich irgendwann nochmal, also ich habe schon mal ein Video über Chasun gemacht, irgendwann werde ich nochmal meine Chasun nochmal richtig vorstellen. Vielleicht werde ich dann auch nochmal eine Speed-Chasun irgendwie hinzufügen und mal den Unterschied zu sehen zu einer, sage ich mal hier, wahrscheinlich HP Chasun oder einer Speed HP Chasun. Manche Runen auch HP Def. Ja, also da mal den Unterschied zu sehen, aber ja, mal sehen auf jeden Fall. So, okay, was haben wir hier? Ashir ist auf Zornklinge, das ist auch mein Favorit auf jeden Fall. Hier haben wir, ja, auch wieder sehr gut, also Crit Rate Problem hast du definitiv nicht. Das, was ich habe, ich habe zwar kein Crit Schaden Problem, weil ich könnte echt recht viel Crit-Schaden auf irgendwelche Monster drauf klatschen und bringt mir nur nichts, wenn ich keine Crit-Rate habe. Ja, aber cool. Auf jeden Fall Verumos finde ich noch. Ist auf jeden Fall Speed hier. Speed, HP. Okay, sehr gut. Ich bin ja, also von meinem Verumos, ja, na klar, er hat jetzt ja eigentlich genauso viel HP. Hat natürlich viel weniger, also was heißt viel weniger? Ich glaube 20 weniger Speed oder so. Und ein bisschen mehr ATK halt, weil ich hier auf Slot 6 eine ATK-Rune drin habe. Wow. Ja, finde ich recht cool. Kannst du dir auch mal irgendwann überlegen, wenn du jetzt, sag ich mal, Runen hast mit coolen HP-Subs, ob du vielleicht hier auf Slot 4 oder auf Slot
eine HP, eine ATK-Rune reinmachst. Ah, HP-Rune, ja, HP-Rune ist da schon drin. Man. Ja, eine ATK-Rune reinmachst. Finde ich nämlich gar nicht so schlecht. Kann man sich mal recht cool überlegen, wenn man halt die Runen dafür hat. So, okay. So, wir werden auf jeden Fall jetzt beschwören und ich bin gespannt. Recht hoch gespannt. Weil wir haben wieder die Chance, ja Leute, auf unser Nat 5 Licht und Dunkelheit. Yeah, wir werden es nie ziehen. Egal. Oh, hier hätten wir schon fast zwei legendäre. Hoi, 7 Beschwörungsstücke fehlen noch. Aber wir haben eine legendäre, eine Licht und Dunkelheit, eine Feuerschriftrolle und 40 mystische und ganz viele Sonderbeschwörungen. Boah. Ja, jetzt muss ich nur natürlich nochmal gucken, ob die Sonderbeschwörungen. Ob, darf ich eigentlich die Sonderbeschwörungen machen? Das ist die Frage. Ich frag mal ganz fix. Ja, Leute, also jetzt wieder hier zurück. Also ich glaube, die Sonder können wir machen, weil ich habe mir nochmal genau den Text durchgelesen. Da steht drin, ein Orion wäre nicht schlecht. Hier ist Orion dabei. Also denke ich doch, dass wir das machen können, wenn der Brownie da drin ist. Okay. Aber wir werden auf jeden Fall anfangen hier wieder mit unserer Feuerschriftrolle. Wir machen das ja in letzter Zeit so oft, dass wir die Feuerschriftrolle am Anfang benutzen. Und die benutzen wir auch jetzt. Bam. Und zackalacka, wer hätte es gedacht? Es ist kein Blitz, aber es ist ein Inugami im Feuer. Ein Rauki, Rauki, Rauk. Okay, weiter. Mystische Schriftrolle. 40 Stück. Jetzt sind es noch 39. Bam. Greif. Spektra. Cool auf jeden Fall für Tor oder für Drachen. Spektra sollte man nicht unterschätzen, also dem Feuergreif. Kurierhai, Fusionsmaterial für den Feuerpanda auch. Beziehungsweise ich glaube für die Kung Fu Girl, für die da, ja, Wind. Okay, wir brauchen aber Blitze, wir wollen keine Imp-Champions, nein. Nein, wir wollen auch keinen Minotaurus, wir wollen hier mega geile, krasse Monster und wir wollen auch keine Fee. Schon wieder crappy, weil schon wieder, genau jetzt, hätten wir von den Beschwörungen her, jetzt ohne die Feuerschriftrolle, ein komplettes 750er Kristallpaket geöffnet. Und was haben wir drinnen gehabt? Food, richtig, wir hatten keinen Blitz, komm to us. Jetzt mal im Ernst. Kriegsmammut, nein. Lebende Rüstung. Nope. Ach, komm schon jetzt. Hier musste jetzt mal was kommen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wir hatten so viel Luck, sag ich mal, bei den letzten Openings. Also, fand ich zumindest, dass wir recht viel Luck hatten. Also, können wir ja hier jetzt auch mal Luck bekommen und nicht nur Panda-Fusion. Material, Gelumpe, Zeug und sowas, ja. Am Ende ziehen wir ich riech das schon. Am Ende ziehen wir irgendwann bei irgendjemandem diesen Feuerpanda. Aber natürlich bei jemandem, der den schon fusioniert hat. Ich weiß nicht. Ich hab da so ein ganz komisches Gefühl. So, Biermann, jetzt vielleicht nicht bei ihm, aber irgendwann wird es soweit sein, dass wir da einen Feuerpanda ziehen und ja. Dann so eine Art Rip. Aber was kriegen wir jetzt? Ein Samurai. Samurais sind gar nicht so schlecht. Ich meine mal, damals, ich weiß nicht, vor einem halben Jahr oder so, es ist schon ein halbes Jahr her, wurden sie ja gebufft und haben diese, sage ich mal, Fertigkeit noch bekommen und seitdem finde ich die gar nicht so schlecht, weil sie halt auch ein Schild machen auf sich, deswegen sollte man auf jeden Fall die Samurais nicht unterschätzen. Ich habe auch einen, ich werde ihn auf jeden Fall nochmal testen, weil das letzte Mal, wo ich ihn vielleicht gespielt habe, war vor einem Jahr. Ja, vor einem Jahr. Aber er macht halt auch recht coolen Damage, deswegen nicht unterschätzen. Aber wir wollen hier jetzt noch mehr Blitze, Lightning und keine Minotaurus. Diese Minotauren. Okay. Ein Blitz kommt, du Ass. Ist das dein Kack-Ernst-Grall? Inferno. Oh Gott, nein. Kommt, du Ass, schenkt uns was. Und das ist ein Anubis. Und in Wind. Och, echt jetzt? Hättest du uns nicht wenigstens den im Wasser geben können? Oh, ich will immer alles, oder? Ich will immer alles. Ich merke das auch selber manchmal. Boah, ey, ich sag hier, übelste Monster, ja, aber es ist doch... Man kann ja nicht immer übelst gerne Monster ziehen. Das geht einfach nicht. Das funktioniert gar nicht. Und ja, vielleicht braucht er ja den Anubis im Wind. Kampftänzer. Weiter, come on, everybody. Come on, come on. Come on, everybody. So, Materia Cat, nope.
Nope. Und... Oh Gott, leck. Leck und Nope. Okay, Echsenmann. Wiederfusion. So, wir sammeln mal hier irgendwas ein und müssen mal hier irgendwie... Keine Ahnung. Nee, ins Lager habe ich nicht. Wir gehen mal auf den Shop. Wo ist der Shop? Ja, hier ist Nox, ja. Und hier ist sein Erzengel. Wow. Okay. Hier ist sein Shop. Hier ist sein Shop. Wir gucken mal rein in den Shop. Aber ich glaube, ich war nicht im Shop, sondern er war im Shop. Okay. Hier ist mal wieder nichts dabei. Okay. Dann machen wir... Was sagt ihr, Leute? Ich würde sagen, wir machen jetzt mal ein bisschen Sonderbeschwörungen, ja? Weil wir können ein Orion, eine HWR bekommen. Ja, Assassinewasser auch recht cool. Braucht halt recht coole Runen auf jeden Fall auf Speed. Und ja, von der ersten Reihe, ja, wünscht man es natürlich auch alle, aber... Beziehungsweise in Erzengel nochmal ein Wind. Vielleicht nicht unbedingt. Aber ja, mal gucken. Einfach mal just for fun gucken, was rauskommt. Und es ist schon mal nichts. Und es ist aber ein Biermann, ein wunderschöner Biermann. Ja, für Skills, für den Armann, den Lichtbiermann. Hoher Lantar, meine Güte. So, bis wohin machen wir denn hier? Bis wohin? Bis 600. Ja, bis 600 machen wir jetzt Sonderbeschwörungen. Ja, das ist ein bisschen mega, warum nur? Ey, ohne Mist, bei diesen Sonderbeschwörungen kommt einfach mal kein Kackblitz. Was denn? Jedes Mal mache ich diese Sonderbeschwörungen auf und jedes Mal kommt hier fast kein Blitz. Zumindest in letzter Zeit. Also, was ist hier? Inugami, Mann. Zwei noch und dann machen wir weiter mit unseren mystischen oder machen wir mal die Licht- und Dunkelheitsrolle auf. Ja, ich glaube, wir machen die Licht- und Dunkelheitsrolle auf. Ja, wir machen die Licht- und Dunkelheitsrolle auf. Und ja, weh, bekommen wir hier Dark- oder Licht-Bestienjäger. Okay, komm, du hast, ich warne dich. Wir wollen ein wunderschönes, cooles Monster haben. Und das ist kein Blitz, aber vielleicht ist hier... Oder nein, es ist der Hai in Licht. Den hatte ich bei mir, glaube ich, noch gar nicht. Regeneriert 30% der HP und 50% des Angriffsbalkens, wenn du einen Feind tötest. Okay. Greift den anvisierten Feind an und senkt die Angriffskraft und das Angriffstempo des Gegners mit 80% Chance für zwei Runden. Ba-bam. Ja, an sich, ja klar, kann man gut benutzen, aber die Fertigkeiten haben auch andere Monster, das ist es halt. Naja, egal. Weiter Sonderbeschwörungen. Ey, kommt doch was ohne Mist jetzt. Wir haben einen Blitz jetzt gehabt. Ne, zwei. Wir hatten ja auch noch einen Anubis-Wind. Selbst bei Windtime, ja, kannst du uns wenigstens hier... Nee, bitte nicht. Ich will ja ein Orion. Deswegen gib uns doch jetzt mal einen blöden Blitz hier. Ach, komm. Ey, die Sonderbeschwörungen sind der Verarsche. Jetzt mal im Ernst. Okay, wir wollen jetzt mal einen Blitz. Deswegen machen wir jetzt schon die Legendäre auf und dann machen wir den Rest auf. Und, ja. Ich guck jetzt nicht hin. Ich guck hier nicht hin, was hier rauskommt. Tänzerin. Vielleicht hat er die ja noch nicht, dann kann man sie recht gut für Nekro auf jeden Fall benutzen. Mal gucken. Ich schätze zwar, er hat sie schon. Oh, hier, Tiana. Nice, Arena. Die Arena ruft. Okay, Lager. Hier, Chris auch sehr gut, auch für Arena ein nice Monster. Deswegen werde ich es mir auf jeden Fall bauen. Die Konfutante kannst du mir gerne rüberschicken auf meinen Account. Nein. Wir haben hier auf jeden Fall keine Himmelstänzerin. Vielleicht. Oder haben wir hier oben? Habe ich vielleicht irgendwas übersehen? Nein. Hier ist ein Chasun. Okay. Hier ist die Erben. Ja, die könntest du dir auf jeden Fall bauen für Nekro. Falls du halt noch kein Nekro-Team hast, kannst du dir ruhig die Himmelstänzerin auf jeden Fall bauen. Okay. War nicht so schlecht, sag ich mal, die Legendäre. Ein Orion hätte trotzdem sein. Also drin sein können. Okay. Weiter. Mystische Schriftrollen. Und wir haben wieder Mikrolex. Und wir haben einen Golem. Oh, das ist so blitzlos. Ja, wir hatten drei, also mit der legendären, ja, hatten wir drei Blitze. Es kann ja wenigstens noch einer sein, ja. Einer kommt, du hast. Einer und alles ist gut. Aber bitte dann keine Succubus oder sowas, ja, sondern hier ein Blitz und dann ist cool. Kampftänzer, wir haben noch fünf. Ey, Leute, ohne Mist. Frankenstein! Es ist blitzlos. Es ist verflucht. Ja, wäre es wenigstens die Licht- oder Dark-Amazone gewesen, ja? In der Licht- und Dunkelheitsrolle. Greif. Ohne Mist, Leute. Also,
Ich schreibe mir das mal ganz kurz auf, ja. Wartet. Und ich sage, wir bekommen keinen Blitz mehr. Weil Come to Us ist Troll to Us, ja. Deswegen, ich schreibe mal das kurz auf. Damit ich es nicht vergesse, nein, Spaß. Einfach so, weil ich gerade Lust habe. So, okay. Aufgeschrieben und jetzt bekommen wir. Komm, Caro muss mal falsch liegen, okay? Come to Us, Caro muss jetzt falsch liegen, dass wir jetzt absolut null Blitze mehr bekommen. Und hier bei den Mystischen stimmt das sogar. Okay, warte, ich schreibe auf. Wir bekommen Blitze. Nein, das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. So. Ey, jetzt komm, wirklich mal. Was? Wir können ja mal hier in die Arena steppen. Wo bist du denn hier? Oh, nee, wir steppen nicht in der Arena. Ich mach dir deinen Rang bestimmt nicht kaputt oder irgendwas. So, ich habe jetzt keine Lust zu verlieren und dann heißt es, Caro, wegen dir bin ich von 1497 auf 1700 gerutscht. Nein, das machen wir nicht. Okay, dann müssen wir so Glück haben. Hallo, könnt ihr mal weggehen? Ey, jetzt im Ernst, pass mal auf, wir räumen mal um. Hallo? Oh mein Gott, ey, die sind ja auch alle im Weg. Wieso will man da was Vernünftiges ziehen? Haben wir hier noch irgendwo Platz? Nein, natürlich nicht. Aber doch, hier oben. Wie will man da was Vernünftiges ziehen, ja, wenn da so viele Monster rumschwirren? Wir wollen hier ein cooles Monster haben, ja. Also das müssen wir das hier oben in dem Bereich natürlich stellen, wo die coolen Monster sind. Und Chakalaka, Boom, komm, nein, kein Lightning, kein Lightning. Gib uns doch mal, das waren 1000... Beschwörungssteine! Ho, Elementar, meine Güte, es ist kein Blitz bei diesen Sonderbeschwörungssteinen. Die ganze Zeit keine Blitze! Wir haben noch 4 Sonderbeschwörungen. 4! Wir haben keinen Blitz bei diesen Sonderbeschwörungen gehabt und 2 Blitze bei unseren 40 bzw. 41 Rollen. Ne, 42. Licht- und Dunkelheitsrolle war ja auch noch dabei. Bei der Legendären hat man natürlich einen Blitz, logisch. Ach komm! Kommt du an, warum? Dieses Skip kommt auch viel zu schnell. Was ist hier los? Dieses blöde Skip kommt auch viel zu schnell. Wir müssen mal hier irgendwas machen. Das kann doch nicht sein. Haben wir Weltenboss schon gespielt? Nein, hier, guck mal, hier können wir nochmal Welten... 3 noch? Oh, wir haben zu wenig. Wir können nicht mehr Weltenboss machen. Mist, verdammt, Axt. Dann weiß ich auch nicht. Was können wir mal machen? Wie auch in seine. Ach komm, wir testen irgendein Monster. So, was haben wir hier nochmal? Ah, ja, genau. Okay, dann gehen wir mal. Wir gehen hier rein. Okay. Und probieren ihn einfach mal aus mit seinen 202 Bonds. Er hat 202 Kritschern. Ne, 3. Cool. 203. So, haben wir noch irgendwas zum Leveln? Weil. Ja, natürlich, die Freunde könnte man jetzt gut benutzen, aber ich will jetzt hier einen Kampf machen. Wir haben nicht zum Leveln Himmelstänzerin. Und den nehmen wir auch noch. Und den nehmen wir auch noch. Es ist ja auch egal. Du kannst ja auch verfluchen, so wie du willst, aber ich mache jetzt hier einen Cup. Das kann so nicht weitergehen. So. Wir haben noch 2 Sonderbeschwörungen, kommt du aus. Bitte schenk uns jetzt einfach mal irgendwas. Ah, komm. Ja. Könnte auf jeden Fall enger werden. Vielleicht von der HP her. Aber wir probieren es einfach, ja. Wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Und jetzt Chakalaka machen platt. Ja, sehr gut. Zack. Könnt ihr mal bitte auch mal den anderen angreifen? Ja, genau. Ach. Jetzt hier. Der benutzt jetzt bestimmt seine behinderte Attacke. Ach, nee, doch nicht. Jetzt aber, jetzt. Oh nein, immer noch nicht. Hallo, benutze jetzt mal deine dritte Attacke. Was ist los mit dir? Oh Gott, nee. Tötet den doch nicht. Was ist mit... Oh, oh. Wir sind down. Down under. Wir haben defeated. Okay, nein, wollen wir nicht. Okay, aber wir haben einen Kampf gemacht. Komm, du hast gesehen. Wir haben verloren. Wir brauchen gute Monster, ja? Zum Beispiel Orion. So, ey, Sonderbeschwörungen, für den Arsch. Ehrlich jetzt? Ach komm. Wir hatten über 1000, beziehungsweise 1000 Sonderbeschwörungssteine und hatten keinen einzigen Blitz in den letzten
25 Besprechungen oder so. Ich glaube 25 Besprechungen insgesamt. Hatten wir keinen Blitz? Ehrlich jetzt? Oh. Tut mir auf jeden Fall leid, Nox. So. Okay. Was hatten wir dann wenigstens drin? Also wir hatten viel Food. Hm. Vielleicht auch was zum Aufscannen. Musst du dir halt rauspicken. Vielleicht auch was für die Fusion. Wir hatten eine Himmelstänzerin, einen Samurai und ja, einen eine Muff hat man nicht, einen Anubis. Eine Muff wäre ja noch geil gewesen, in der Vektorform, ja. Na, also Fake Nut 4, 5. Ja, Fake Nut 5. Ach Gott, ey, Karo. Ja, ich bin mal wieder von Arbeit gekommen, ja, hab mich hier vom Computer gesetzt und hab gleich das Opening gemacht und nicht mal meinen heißgeliebten Kaffee getrunken. Okay, also es tut mir auf jeden Fall leid, Nox, dass da jetzt dieses Opening nichts dabei war. Aber naja, man kann halt nicht immer Glück haben. Es geht halt nicht. Und naja, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zugucken, Leute. Bis dann und viel Spaß und bye bye.